Martin, du hast seit 12 Jahren Erfahrung mit dem Thema Cannabiskonsum, auch in Strafverfahren. Wir haben heute die Fans gefragt und eine Frage war unter anderem, warum das in Bayern gerade so rigoros verfolgt wird. Also in der öffentlichen Wahrnehmung ist es, dass so eine Kleinigkeit so richtig stark und unnachgiebig geahndet wird. Ist das auch deine Erfahrung? Die Erfahrung ist schon die, dass wir in Bayern von der Strafverfolgung die Angelegenheiten stärker bestrafen als jetzt in anderen Bundesländern. Also das ist auch wirklich so, dass man teilweise von Mandanten hört, die dann auch in Kontakt mit anderen Häftlingen kommen und sagen, naja, ich habe jetzt aber jemanden in Aschaffenburg oder in Frankfurt und warum ist es denn so? Und was wir in unserer Praxis ganz klar feststellen können, ist, dass zunächst mal wir ein ganz deutliches Nord-Süd-Gefälle haben. Also das heißt, die Strafen liegen deutlich höher in Bayern als die zum Beispiel in Bremen. Also wenn man jetzt mal dieses Gefälle zieht, als wir die beispielsweise in Bremen haben, ja, oder auch in Berlin. Woher das kommt, ist es wahrscheinlich so gewollt, ja, dass eben auch ganz klare Weisungen von der Regierung an die Behörden gegeben werden, weil die Staatsanwaltschaften sind ja auch weisungsgebunden gegenüber den oberen Behörden, dass eben in Bayern das nicht geduldet werden soll und dass das auch nach außen das Signal gegeben werden soll. Ansonsten gibt es eigentlich keine Erklärung, weil die Gesetze, und das denken viele, das ist auch aus meiner Sicht eben ein Irrtum, ja, die Gesetze sind überall gleich. Ja, also das Betäubungsmittelgesetz ist genauso in Frankfurt in Kraft wie auch in Würzburg oder wie in München. Die Frage ist nur die Umsetzung. Ja, das heißt, es ist wohl der politische Wille, der dahinter steckt. Ja. Kannst du das an einem konkreten Beispiel festmachen, was man denn hier in Bayern für was bekommt und was vielleicht nur ein paar Kilometer weiter in Hessen? Ja, also ich kann, also was für mich so eine prägende Erfahrung war, also von der Strafprozessordnung ist es ja so aufgebaut, dass man nach dem Staatsanwalt plädiert. Und in Bayern beispielsweise, also wenn man jetzt auf die härteren Drogen kommt, jetzt nicht nur Cannabis, sondern auch Heroin, ist es so, dass wenn größere Mengen, also sprich schon so im 10 bis 20 Gramm Bereich eben, wo im Umlauf sind, dass da Gefängnisstrafen drohen. Und als ich zum ersten Mal in Berlin verteidigt habe und dort eben einen Mandanten vertreten habe, der eben auch mit Heroin erwischt wurde und der vorbestraft war, hätte ich als bayerischer Strafverteidiger mehr oder weniger einen Antrag gestellt, der vielleicht sogar ohne Bewährung gewesen wäre, war mir selbst unsicher, wie jetzt in Berlin das gehandelt wird. Und der Staatsanwalt steht auf, plädiert und sagt, also es war ja alles nicht so schlimm, natürlich kommt hier eine Bewährung raus. Ja, und ich war quasi froh, dass ich nach ihm plädieren konnte, um eben nicht die Peinlichkeit zu haben, dass ich höher beantrage, als eigentlich die Staatsanwaltschaft das sieht. Ja. Und um die Frage konkret zu beantworten, also in Bayern ist es auch so, als nicht Vorbestrafter, wenn ich jetzt mit kleineren Mengen Cannabis erwischt werde, da ist es schon so, dass dann erstmalig von der Verfolgung abgesehen wird. Also sprich, das Verfahren wird eingestellt. Gleichwohl ist es strafbar. Also die Staatsanwaltschaft sagt nur, wir gehen bei kleineren Mengen, haben wir diese Vorschrift nach § 153 oder nach dem Betäubungsmittelgesetz, dass wir das Verfahren einstellen. Nur wenn es häufiger vorkommt, wird es auch hier verfolgt. Also der Vollständigkeit halber kann man vielleicht dazu sagen, dass dieses Nord-Süd-Gefälle jetzt nicht nur bei Betäubungsmittelstraftaten existiert, sondern generell manifestiert sich dieses Bild, dass tatsächlich bei allen möglichen Delikten tatsächlich ein Nord-Süd-Gefälle vorherrscht und in Bayern nun mal restriktiver geahndet wird im Rahmen des Erlaubten. Und dieses Durchgreifen, ist es jetzt nur bei der Staatsanwaltschaft oder merkt man das auch schon bei der Polizei, also bei der Exekutiven? Klar, weil das schlägt sich ja bis nach unten durch, ja, wenn man es mal so sieht. Die Staatsanwaltschaft ist letztendlich der Chef von der Polizei. Also die Polizeibeamten arbeiten ja mehr oder weniger, jetzt nicht in kleineren Fällen, aber natürlich in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft. Ja, in kleineren Fällen arbeitet die Kripo natürlich weitestgehend selbstständig, auch in dem Tagesgeschäft so. Aber die wissen natürlich, was der Staatsanwalt möchte und dementsprechend arbeiten die auch und völlig zu Recht eben und gehen dann her und setzen das um, was eben gewollt ist. Ja? Und deswegen schlägt sich das so, meine Wortwahl jetzt eben, durch bis nach unten eben dann auch auf die Behörden. Ein Grund für dieses rigorose Durchgreifen könnte sein, wird zumindest oft genannt, dass man verhindern will, dass die eine Straftat zu weiteren Folgestraftaten oder stärkerem Konsum oder härteren Drogen führt. Aus eurer Erfahrung, sind eure
Mandanten, die mit einem Cannabis-Verstoß zu euch kommen, vielleicht die, die in 3 oder 5 Jahren wegen härterer Dinge dann wieder eure Hilfe brauchen? Also das wird ja oft in der Diskussion genannt, das eine zieht dann das andere nach sich. Also aus meiner Sicht ganz klar nein. Ja. Also die gerade, also ich beziehe mich jetzt auf Cannabis. Ja. Also bei Cannabis würde ich klares Nein sagen. Wobei man differenzieren muss bei Jugendlichen und bei Heranwachsenden, die vielleicht noch nicht so charakterlich gefestigt sind, die vielleicht dann doch das ein oder andere Mal sagen, jetzt probiere ich Amphetamin oder jetzt habe ich auch mal die Möglichkeit, einen Gramm Koks zu bekommen oder so. Ja. Aber jetzt gerade in dem Bereich bei jungen Erwachsenen, also sprich im Bereich ab 20 bis 30, so in dem Bereich, würde ich das nicht sagen. Also da, wenn man charakterlich eigentlich gut gefestigt ist und dann ab und zu mal kifft, heißt es nicht, dass ich demnächst an der Nadel hänge. Also die Erfahrung haben wir nicht gemacht bisher. Also ich weiß nicht, wie du siehst, Peter, aber... Also ich sehe das etwas differenzierter. Ich muss schon feststellen, dass diese Gelegenheit, wenn ich mir Cannabisprodukte kaufen will, diese Gelegenheit, dass ich dann fast automatisch auf dem Schwarzmarkt dann auch mit härteren Drogen in Kontakt komme, durchaus sich so manifestiert, dass es regelmäßig und vor Gericht wird ja dann auch bei den persönlichen Verhältnissen, soll eben der Angeklagte auch immer zu seinem Konsumverhalten gehört werden und da werden dann eben diese Konsumkarrieren dargestellt und da ist es regelmäßig so der Fall, dass wir immer wieder hören, das beginnt in der Schule relativ frühzeitig, nicht so wie früher mit 18, 19, mhm. sondern tatsächlich schon mit teilweise 13, 14. Mhm. dass dann angefangen wird zu kiffen und dann ist man automatisch im Kontakt auch mit Dealern, die härtere Sachen im Angebot haben und das setzt sich dann teilweise sofort, dass dann auch zu den härteren Sachen gegriffen wird. Wiewohl es allerdings auch diese Karrieren in Anführungsstrichen gibt, wo es teilweise Konsumenten von Cannabisprodukten sozusagen in die Isolation treibt, die dann teilweise mit Zustimmung ihrer Eltern zu Hause versuchen, abgeschirmt paar Cannabispflanzen zu züchten, um gerade diesen Effekt zu unterbinden. Ja. Und das geschieht im Wohlwollen teilweise der Eltern, die sagen, mir ist es lieber, der Junge baut zu Hause was an, als dass ich weiß, dass er auf der Straße irgendwo bei einem Dealer landet, der ihm dann ganz andere Sachen anbietet. Und tragisch ist es natürlich dann in dem Zusammenhang immer wieder, dass dann eben teilweise die ganze Familie kriminalisiert wird, dass die Eltern das geduldet haben. Und wenn das dann eben auffliegt, dann ist eben auch der Konsument, der eben gerade das vermeiden wollte, auf dem Schwarzmarkt zu kaufen, wird dann eben auch kriminalisiert. Also da gebe ich dir recht. Also das sehe ich auch so. Ich meinte eher so von der vom gesundheitlichen Aspekt her, dass man nicht quasi den Bogen spannen kann, sagen, derjenige, der kifft, der hat auch irgendwie die Veranlagung, später härtere Drogen zu nehmen. Und da gebe ich dir völlig recht, Peter. Also das ist wirklich so, wenn ich da in diese kriminalisierte Ecke gedrängt werde, dann ja,